Ein neues Jahr bringt auch neue Spiele mit sich, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum What's am Sonntag mit dem Sendeplan der Kalenderwoche 1. Vorab wünsche ich euch aber erst einmal ein frohes neues Jahr 2017, dass all das, was ihr euch so vornehmt, auch in Erfüllung geht und dass es einfach ein gutes Jahr wird. Und was in Erfüllung gehen könnte, ist zum Beispiel ein Vorsatz, je nachdem, ob man den angehen möchte oder nicht. Ich habe auf jeden Fall keinen. Habt ihr welche? Ich nicht. Aber ein anderes Thema, was ich schon angerissen habe, Spiele des Jahres 2017. Ich habe mir mal wieder die Tage in meine Liste, habe wieder mal in meine Liste geblickt, was denn so 2017 rauskommt und was ich mir schon soweit aufgeschrieben habe, was ich ganz gerne spielen würde oder was mich einfach interessiert. Und ich muss sagen, bisher, es sieht ziemlich dürftig aus. Wenn ich da schon zwei Spiele sehe, die auf meiner Liste stehen, die vielleicht 2017 gar nicht rauskommen, das wäre zum einen Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red oder auch Dead Island 2. Dead Island 2, das sollte schon, das war angedacht, dass es Anfang 2015 rauskommt mit Dying Light, aber dann wurde auch der Entwickler Jäger abgerufen. Die wurden weggeschickt, so hier, haut ab und wir waren nicht mit eurer Arbeit zufrieden und seitdem dümpelt das Spiel so herum. Keine Ahnung, ob 2017 rauskommt. Die beiden Spiele fallen auf jeden Fall schon mal weg und dann habe ich hier noch stehen Outlast 2. Habt ihr die Demo gespielt? Weiß nicht so ganz. Ich finde es nicht so toll, dass ich mich nicht wehren kann. Also ich brauche schon, wenn ein paar Irre hinter uns her sind, dann brauche ich auf jeden Fall eine Waffe, um die einfach uns vom Leib zu halten. Naja, aber der nächste Titel ist ein interessanter. Der offizielle Nachfolger, der offizielle nächste Teil von Flatout. Flatout 4, der soll im ersten Quartal oder im März, wäre ja das erste Quartal, soll der rauskommen. Bin ich einfach mal gespannt, ob das auch so stimmt. Und bei Flatout 4 fügt sich auch Wreckfest an. Also Wreckfest ist ja von den Entwicklern, Bugbear, aber eben ist nicht der offizielle Nachfolger. Die haben sich einfach abgecancelt und machen einfach ihr eigenes Spiel in diesem Sinne, im Sinne von Flatout und keine Ahnung, ob die 2017 oder 2018 oder jemals mit ihrem Spiel fertig werden, mal sehen. Und dann habe ich als nächstes Spiel hier Ghost Recon Wildlands. Es hat sogar einen festen Release-Termin, der 7. März. Ich weiß aber noch nicht so ganz, was ich von dem Spiel halten soll. Es soll vorab nochmal eine Beta geben. Für die habe ich mich schon registriert. Und da will ich einfach mal schauen, wie das Spiel so auf mich wirkt. Denn bisher bin ich noch nicht so ganz von überzeugt. Da muss die Beta vielleicht herhalten, aber mal sehen. Und dann gibt es noch einen Titel, der da heißt Kingdom Come Deliverance. Das soll auch 2017 rauskommen. Ein Mittelalterspiel. Ein sehr schönes, auch nebenbei sehr atmosphärisch. Mal schauen. Das war's dann aber auch schon. Also die großen Titel wie hier, Battlefield, Far Cry oder wie sie alle heißen, stehen hier gar nicht auf der Liste. Also bisher 2017 gar nicht mal so gut bestückt, könnte man meinen. Ich habe aber sowieso noch genug Spiele, die ich spielen möchte. Also 2017 könnte vielleicht ein Jahr werden mit den ganzen Nachhängern. Wenn ich da so mal schaue, meine Spieleliste, die ich gerade mal mit geöffnet habe, da steht da zum Beispiel ein Life is Strange, ein Mirror's Edge, Catalyst, ein Rise of the Tomb Raider, GTA 5, Watch Dogs 2, The Division oder auch Age of Empires 2 oder Mad Max. Da gibt es ein paar Titel, die könnte ich ja endlich mal nachholen und vielleicht gibt es ja auch ein neues Splinter Cell. Keine Ahnung, wäre auch schön, aber da bin ich mal gespannt, was das Jahr so für uns parat hält. Ich werde wohl mal die nächsten Tage die Spieler-Release-Listen für 2017 mal durchgehen und schau mir einfach mal auf YouTube mit ein paar Gameplay oder einfach allgemein Trailern an, ob die Spiele mich vielleicht interessieren könnten, die ich mal genauer verfolgen könnte. Mal sehen, vielleicht gibt es da noch die ein oder andere Entdeckung, die ich noch erst machen muss, aber gibt es vielleicht ein Spiel, worauf ihr euch 2017 besonders freut? Das, welches noch eben erscheinen soll, oder habt ihr ein Spiel, was ihr dieses Jahr auf jeden Fall nochmal spielen wollt? Vielleicht eben eins der von mir angesagten? Dann lasst mich gerne mal wissen, das kann ja auch für mich vielleicht als Inspiration wirken. Vielleicht ist ja auch ein passender Titel für mich dabei, den ich jetzt nicht auf dem Schirm hatte. Und der auch für mich ganz interessant sein könnte. Aber mich würde es auch mal interessieren, einfach allgemein
auf welche Spiele ihr euch 2017 so freut. Ihr wisst auf jeden Fall wieder, auch schon seit längerem, welche Spiele ich gerne mal hier auf dem Kanal bringen möchte. Je nachdem, wie es gerade passt, wie mir gerade die Laune steht und was gerade für Spiele rauskommen. Also 2017, ja, bisher recht mau. Die Spiele, die kommen sollen, die ich auf der Liste habe, die auch 2017 angekündigt sind. 1, 2, 3, 4, 5 waren das. Na, wobei Wreckfest ist auch so einer, ein Kandidat für vielleicht auch 2018. Also dann bloß Kingdom Come Deliverance, Ghost Recon Wildlands, Flatout 4 und Outlast 2. Wobei Outlast 2 stelle ich mal so halb in den Schatten. Dann sind es 3 Spiele. Gar nicht mal so viel. Na, vielleicht kommt ja noch die ein oder andere Überraschung. Need for Speed soll dieses Jahr wieder rauskommen. Weiß nicht so ganz. Need for Speed war mal ziemlich toll. Und der letzte Ableger hat zwar auch Spaß gemacht, aber der hätte besser sein können. Naja, auf jeden Fall beginnt das Jahr 2017. Das erste wird zum Sonntag gleich am 1.1.17. Nun denn, auf ein gutes Jahr. Bin schon mal gespannt, was es für uns so parat hält. Und ich bin mir ganz sicher, je nachdem, welches Spiel so rauskommen mag oder auch nicht, denn ich habe immer was zum Spielen. Die Parole, die kann ich mir weiter auf die Stirn schreiben. Also dann, ich wünsche euch ein gutes neues Jahr, habe ich schon gesagt, aber doppelt hält bekanntlich besser. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, tschüss.